Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der Legend und der Zelda und Also Stefan, erbricht den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda! Ah, so, da geht's ab. Lustig wäre, wenn man jetzt hingehen könnte und mit der Taste B sie einfach aber geht. Falls du dich auf dem Weg verläufst, drücke erst Start und dann L oder R, um die Karte aufzurufen. Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf! Ja, ich glaube, mehr sagen die jetzt auch nicht. Da mache ich mir jetzt gar nicht die große Mühe. Okay, so, ich muss die Steuerung ein bisschen trainieren. Ah, bitte befreie Prinzessin Zelda vom Fluch der Hexenmeister. Okay, das kriegen wir doch hoffentlich hin. Befreien ist immer eine gute Sache. Oh, oh, hi. Drücke beim Laufen R, um zu rollen. Dann kommst du schneller voran. Wenn du während der des Abenteuers speichern willst, drücke Start und wähle im Item-Menü oder im Status-Menü speichern. Danke, dass du mich durch die Gegend schiebst. Da komme ich nicht rein. Gut, ich schaue mich nochmal hier. Was heißt das? Draußen sind viele Ungeheuer. Wenn du einem begegnest, schütze dich mit dem Schild und greife es aus der Nähe mit dem Schwert an. Okay. Ich vermute mal, hier wird nichts Spannendes mehr sein. Das ist korrekt. Da komme ich vermutlich auch nicht rein. Das ist auch korrekt. So, dann gehen wir mal raus. Oder auch nicht. Bitte sei vorsichtig. Bitte sei vorsichtig. Was für eine krasse Treppe. Ist ja fast 90 Grad. Oh mein Gott. Kann ich hier echt nicht in die Türen rein? Hier wird auch nichts sein. Oh, da ist aber... Oh, da komme ich aber rein. Da brauchen wir mal einen Schlüssel für. Okay. Innenhof von Schloss Hyrule. Und was sagt ihr mir jetzt? Wir suchen gerade Vati. Zutritt nur für Schlosspersonal. Okay. Passt. Dann gehen wir wohl runter. Gehen wir dann. Nördliche Ebene von Hyrule. Ja! Ups, nein, oh Gott. Ups. Oh, ich liebe den Soundtrack von Zelda. Moment, ich speichere mal zwischendurch einmal kurz ab. Einfach zur Sicherheit, nicht, dass hier mir irgendwas abraucht und dann stehe ich da. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, da muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Okay, jetzt können wir auch die Baumstämme da absäbeln. Damit kommen wir schon mal um einiges weiter und hier diese ganzen Sträucher jetzt endlich auch. Ist natürlich schön, dass direkt vor dem Schloss... Oh, Rubin. Grüner Rubin erhalten. Klein, aber fein. Sagst du das jetzt jedes Mal? Das ist ja schon mal schön, dass das jetzt schneller geht. Aber hier vor dem Schlossgelände alles voll mit Monstern, was natürlich komisch ist, weil die Soldaten sollten die doch wegräumen. Egal. Schade, dass es früher noch keine Erfahrungspunkte gab. Na, der hat nichts droppen lassen. So, bevor ich da oben lang gehe, nehme ich hier nochmal alles mit. Man muss ja alles mitnehmen hier, alles mitnehmen. Wir wollen ja nichts verpassen. Und hier... Oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, Zwillinge. Die Ungeheuer haben wir einigermaßen im Griff. Aber auf dem Weg zum Tyloria-Wald wirst du nicht viele treffen. Noch viele treffen. Sei vorsichtig. Das Erdbeben vorhin war heftig, oder? Dadurch sind ziemlich viele Sachen zu Bruch gegangen. Ich habe das Gefühl, dass plötzlich viele Menschen im Monster da sind. Gruselig.
schaffe Häusle. Wenn wir hier fertig sind, geht es bei den Treppen weiter. Ich bin Handwerkmeister Mutto. Wir reparieren die Stadt im Auftrag des Königs von Hylol. Vorhin gab es ein Erdbeben, jetzt muss die Stadt der Schaden behoben werden. Bleib weg, Kind. Das ist gefährlich. War voll der Stress hier. Boah, der Handwerkmeister macht so einen Druck, ey. Voll krasses Boss. Der hat noch niemals Zeit für Pausen, haben wir, ja. Boah. So, was steht auf dem Schild? Jetzt nichts Falsches drücken. Schloss Hyrule. Okay, ja. Nichts Spannendes, also. Die Kiste war in Wahrheit ein bannortsgefährlicher Ungeheuer. Sie war versiegelt worden mit dem Schwert der Minish. Doch Vati hat es etwas anderes darin vermutet. Er entfesselte die Ungeheuer, die nun ganz Hyrule terrorisieren. Ja, hab ich mitgekriegt, war nämlich dabei, Trottel. So. Oh, Leben, perfekt. Auf das habe ich gewartet. Falsche Taste. So. Ich denke mal, hier wird ja dann nichts Spannendes mehr sein. Das ist korrekt. Ja, da komme ich auch so gar nicht mehr weiter. Achso, vielleicht kriege ich... Moment. Nee. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Und, da unten war, genau. Dann können wir ja hier lang jetzt gehen. Lonlon Farm. Hä? Okay, egal. Ach so, scheiße, was bist du denn? Oh mein Gott. Okay. Seela-Wasserfall. Tyloria-Wald. Tyliasee. Das kann ich mir niemals alles merken. Aussprechen hier. Kann man da irgendwas machen? Das muss doch... Oder ist das nur zum Verstecken? Ah, Taste! B, Mensch, merkt ihr das doch? Und die Wachen stehen da und helfen mir nicht, ey. Oh, Stefan, du gehst in den Thylia-Wald? Wir kümmern uns um die Monster, die Vati freigelassen hat. Geh du schnell die Minish suchen. Der Thyloria-Wald liegt südlich von hier. Schau auf der Karte nach. So, und jetzt... Standby? Nö, will ja nicht. Okay, da sind wir. Und da sollen wir hin, also müssen wir jetzt nach unten praktisch. Okay, ja, krieg ich hin. Oh. Na gut, also noch sind die ja nicht so unfassbar schwer. Aber mir gefällt das Spiel sehr gut, muss ich sagen. Es macht voll Spaß. Okay. Ich hab ein bisschen Angst. Okay, da komme ich aber eh so nicht hoch. Machen wir hier nochmal die Sträucherchen kaputt. Rum, bum, 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 bum. Und dann sind wir hier auf der Farm. Und da bin ich gespannt, was uns das bringt. Was hier überhaupt, warum ist hier überhaupt eine Farm? Gehen wir da rein? Ach, können wir gar nicht. Wir können da nicht rein. Gut, dann bitte etwas schneller. Ja, theoretisch müsste ich da unten lang, aber... Hallo, reinlassen. Ich möchte hier gerne... Ich muss die Welt retten. Nur noch kurz die Welt retten. So. Gut, dann gehen wir vielleicht mal... Vielleicht ging es ja noch da hinten irgendwo runter. So, hier lang. Genau. Und dann nehme ich dann so ungefähr... Achso, hier geht's aber auch nicht lang. Hm. Ja, muss es ja da lang gehen.
Muss ja eigentlich, oder? Ich bin gerade etwas verwirrt. Und das muss ich jetzt noch ganze 5 Minuten kaschieren. Oh mein Gott. Da gibt es bestimmt irgendeinen Trick mit diesen Löchern oder so, den ich jetzt gerade noch nicht so... Oh mein Gott! Scheiß Rabe. Was bist du denn? War das gut oder was? Ne, das war nicht gut, ne? So, die sind alle, glaube ich, wieder gespawnt hier. Mein Gott, ich muss Leben finden. Was passiert hier eigentlich, wenn man keine Leben mehr hat? Da besser, die mache ich dann auch mal... Ah, ne, nur ein Rubin. Dann mache ich die lieber auch mal kaputt. Das hier sieht immer aus, als ob der seine Hose hochzieht. Okay, Lonlon Farm. Da muss es doch einen Trick geben hier. Also generell springen kann ich ja eh nicht. Ja, okay, ja. Ich muss theoretisch weiter nach unten laut der Map, ja. Aber hier war doch auch Ende. Ah, oder auch nicht. Östliche Hügel. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr aufpassen. So, da kann ich aber bestimmt rein. Ah, bitteschön. Vasen. Dein Ernst? Ich kann die Vasen nicht... Oh, Rubin. Ja, es tut mir leid, aber ich muss kurz die Welt retten. Deswegen mache ich mal ganz kurz deine komplette Einrichtung kaputt. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Oh, das ist aber schön jetzt nicht mehr. So. Dann gehen wir wieder raus. Und da startet die Musik wieder erneut. Blauer Rubin gleich 5 grüne Rubine erhalten. Toll! Da ist denen jetzt aber auch nichts Besseres eingefallen, ne? Toll. Das hast du so gut gemacht. So, hier komme ich dann garantiert auch nicht hoch? Nee. Hä? Ich gehe mal nochmal ganz kurz... wo ist denn mein Timer da? Hier runter. Okay, und schau mich mal hier ein bisschen um. Oh, Leben. Oh, danke, meine Herren. So. Und was ist das? Das kann man... Echt, da komme ich nicht durch. Schade. Okay, ja. Das passt ja ganz gut. So, hier war nichts mehr. Dann geht... Ah, ja, na toll. So, das passt aber ganz gut. So. Noch ein Leben. Da sind wir wieder voll. Kann man besser nochmal zwischendurch speichern. Ah ne, das war ja hier richtig. So, speichern. Die Taste. So, dann gucken wir mal hier drauf. Ne? Gucken wir mal. So. Schloss. Tyrolia-Wald. Genau, nach... noch ein Leben. Nach rechts müssen wir. Tyrolia. Boah, bist du ein Volldepp? Warum drücke ich? Ich muss vielleicht mal die Tasten anders legen. Ich drücke nämlich immer X. Für, ne? Ihr wisst. Ah, der Mond oder der Sonnenschein. Aber es sieht so nach Mondschein aus. Boah, Stefan. So, da komme ich ja so noch nicht rein, ne? Nee. Wow, ja klar. Sonst hast du auch keine Hobbys, ne? Boah, ich mag die Zelda-Musik auch so unfassbar gerne. Und generell dieses Spielprinzip. Ich weiß gar nicht, warum ich früher... Also früher kannte ich Zelda gar nicht so richtig. Also... Weiß ich nicht, das hatte ich nie. Das wusste ich nie, dass es das so gibt. Ach so. Das darf ich nicht, okay. Ja,
Kann ja mal passieren. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier, dann gehe ich mal da und gehe mal an diese Stelle, wo es nämlich hier weitergeht, vermute ich mal. Stell mich hier hin, drücke wieder auf Speichern und beende dann mal hier wieder diesen wunderbaren Part. Und wir sehen uns dann also beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zurück bei Zelda. Bis dahin.